Zylinder und Gold nur und lebt in Samt und Seide nur. Heidelei, die Kurzbart sorgenfrei. Du ziehst die Leute in deine Band und bist ein großer Mann. Der Dummkopf ist drauf reingeflogen. So ein Trottel. Und bildet sich noch ein, wir wären seine Freunde. Und hat Stromboli bezahlt? Paletti. Das beweist wieder, der ehrenwerte John ist Geschäftsmann. Nicht, Giddy? Nun zu dir, Kutscher. Was wolltest du uns anbieten? Hör zu. Ich habe ein Bombengeschäft, wo ihr viel Money machen könnt. Gold. Und wen sollen wir? Nein, nein. Sowas doch nicht. Anders. Ich möchte kleine dumme Jungs kaufen. Dumme kleine Jungs? Jawohl, ungehorsam, die die Schule schwänzen und schrecklich faul sind. Oh, das geht so. Ja. Oh. Und dann schaffe ich sie zur Vergnügungsinsel. Ah, Vergnügungsinsel. Vergnügungsinsel? Aber wenn die Polizei... Nein, nein, kein Risiko. Die kommen nie zurück. Als Jungs! Also, die nächste Fuhre steigt heute um Mitternacht. Wir treffen uns an der Kreuzung. Und keine krummen Touren! Nein, Sir. Schaut euch gut um, ob ihr ein paar dumme Jungs findet. Dann bringt sie mir. Ja, Sir. Ich werde euch gut bezahlen. Ich habe massenhaft Gold. Ja.